Hey Leute, in dem heutigen Video geht es um den Fahrschulsimulator vom Vogel Verlag. Ich habe den seit vielen Jahren bei mir im Einsatz, bin da fest von überzeugt, dass er dem Fahrschüler weiterhilft. Warum ich diesen habe und warum ich die Fahrschüler da dran setze, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, ich persönlich als Fahrlehrer setze meine Fahrschüler immer an diesen Simulator in den ersten 3x90 Minuten, damit der Fahrschüler Grundkenntnisse lernt. Er soll wissen, wenn er später in die reale Fahrstunde geht, wie schalte ich, wie lenke ich, wie bremse ich, wie funktionieren Abbiegevorgänge, welche Vorfahrtsregeln habe ich einzuhalten. All das kann ich hier an diesem Simulator wunderbar dem Fahrschüler zeigen und er kann stressfrei lernen. Er hat nicht diesen Hintergedanken, oh Gott, ich mache gleich das Auto kaputt, sondern man kann ganz entspannt Dinge dem Fahrschüler näher bringen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal in ein paar Videosequenzen. Ich gehe mit euch mal so ein bisschen in diese einzelnen Materien rein. Na, ihr seht jetzt hier schon im Bildschirm Lenken und Blickführung. Das geht los mit der ersten Lektion Anfahren und Schalten. Die habe ich jetzt mal übersprungen, wo praktisch der Fahrschüler wirklich erstmal lernt, die Sitzeinstellung, dass die Sitzeinstellung richtig ist, dann wofür die Pedale überhaupt da sind, wofür der Schalthebel da ist, wie ich denn dann schalte, in welchen Gang, wie ich die Hand halte, um in den passenden Gang zu kommen, dass ich mich nicht verschalte. Das kommt erstmal und dann geht es halt weiter mit der Lenken- und Blickführung. Dann gibt es die Abbiegeregeln, dann gibt es die Vorfahrtsregeln, all diese Sachen. Da werde ich mal kurze Einblicke euch näher bringen, damit ihr überhaupt wisst, Mensch, was ist das Ganze denn? Und warum ist das so wertvoll? Warum ist der Simulator wirklich wichtig? Für mich persönlich, andere Fahrschulen haben dieses Gerät gar nicht, ne, weil letztendlich kostet es auch eine Stange Geld und nicht jede Fahrschule hält das so für nötig, sich diesen Simulator da irgendwo hinzustellen. Die einen Fahrlehrer schwören auf dieses Gerät, so wie ich auch, sonst hätte ich ihn nicht, und die anderen Fahrschulen sagen sich, nö, brauche ich nicht. Das muss jeder aber auch für sich selber ausmachen. Ich persönlich finde das Gerät super, um wirklich dem Fahrschüler es einfach zu machen. Es gibt Eltern, die sagen, boah, Kind, das brauchst du nicht. Das hat es bei mir vor 20 Jahren auch nicht gegeben. Ja, richtig, gab es für uns nicht. Also, wo ich einen Führerschein gemacht habe, wäre ich froh gewesen, wenn ich sowas wahrscheinlich gehabt hätte. Aber den gab es nicht. Also musste man im öffentlichen Straßenverkehr die erste Fahrstunde machen. Heutzutage ist es aber so, es gibt sowas. Warum soll man es dem Fahrschüler nicht geben und es ihm einfacher machen? Es gab vor 20 Jahren vielleicht auch noch kein Smartphone. Heutzutage hat jeder eins. Also von daher sollte man mal überlegen, wie oder warum man denn mit der Zeit geht. Ja. Es gibt Simulatoren nicht nur im Pkw-Bereich, es gibt Simulatoren bei der Bundeswehr. Ne? Beispielsweise, wenn ihr mal bei der Bundeswehr landet und da einen Panzerführerschein machen solltet, dann kommt ihr auch eine Woche lang nur erstmal an den Simulator ran. Und ihr lernt erstmal die Grundkenntnisse, wie man überhaupt so einen Teil bedient. Ne? Und dann geht es in die reale Welt. Und genauso ist es auch mit den Piloten. Die setzen sich ja auch nicht sofort ins Flugzeug und fliegen dann los, sondern die kommen auch in Flugsimulatoren. Und genauso ist es halt auch in unserem Pkw. Ne? Wir lernen erstmal Schritt für Schritt gewisse Sachen, damit die Grobmotorik erstmal drin ist. Das ist mir persönlich wichtig. So, fangen wir einfach mal an. Ihr habt hier linke Seite einen Startknopf, da drücke ich mal drauf, dann seht ihr, was passiert. Der Simulator spricht auch mit euch, der sagt euch also genau, was ihr zu tun und zu lassen habt. Da ist ein integrierter Fahrlehrer mit drin. So, die nächste Übung. Damit du beim Anfahren nicht zurückrollst, betätigst du bitte zunächst den Schalter für die Feststellbremse. Er will jetzt Von mit der mir das Fußbremse kannst Anfahren du in einer jetzt Steigung wählen. machen. Etwas Anfahrgas. Also ein bisschen die Kupplung zum Schleifpunkt, ein bisschen Gas. Lass die Kupplung so weit kommen, bis sich dein Auto vorne leicht anhebt. Ja, das war nix. Du hast vergessen, die Handbremse zu lösen. Etwas Anfahrgas. Und lass die Kupplung so weit kommen, bis sich dein Auto vorne leicht anhebt.
Schalter für die Feststellbremse und geh von der Fußbremse weg. Etwas Anfahrgas und lass die Kupplung so weit kommen, bis sich dein Auto vorne leicht anhebt. Wenn man einen Autoführerschein hat, ist das auf dem Simulator gar nicht mehr so einfach, weil man es halt ein bisschen anders kennt. Für die Feststellbremse und geh von der Fußbremse weg. Leg den ersten Gang ein. Etwas Anfahrgas. So, normal, bisschen Gas, langsam Kupplung, bis sich dein Auto vorne leicht anhebt. Feststellbremse lösen, langsam Kupplung kommen lassen. Gib kräftig Gas, bis du etwa 25 km/h. Schalte zügig in den zweiten Gang. Gib kräftig Gas, bis du etwa 25 km/h schnell bist. Vergiss das Hochschalten nicht. Ja, also Anfahren an der Steigung, auch das macht der Simulator. Bleib bei etwa 25 km/h und fahr rechts an der Mittelinsel vorbei. Wir nehmen natürlich den zweiten Gang. Gucken. Nimm die zweite Ausfahrt. Dort steht ein Schild zum Startplatz. Also Verkehr hat man hier halt auch nicht. Ne? Man kann sich wirklich stumpf auf die Sachen konzentrieren, die der Onkel hier von einem will. Ab jetzt darfst du wieder etwas schneller fahren. Also das Schalten vorab ist natürlich alles schon gelaufen. Das ist es in der ersten Stunde, dass er wirklich mit einem Haarklein die Schaltung durchgeht, wie, wo, was. Ne? Und dann weiß der Fahrschüler hier eigentlich schon Bescheid, in welchen Gängen er hier arbeitet. So, ich gehe wieder in die nächste Sequenz und da geht es um das Abbiegen. Ihr seht, wir sind jetzt beim Thema Abbiegen Grundlagen. Es gibt einmal die Abbiegen Grundlagen und einmal das Abbiegen Spezialfälle. Abbiegen Grundlagen lernt man wirklich Schritt für Schritt, was muss ich tun. Innenspiegel gucken, rechten Außenspiegel gucken, den Blinker setzen und das geht ja alles haarklein mit einem durch. Das zeige ich euch jetzt einmal. Wir drücken wieder den Startknopf. Dann fängt der Onkel gleich wieder an, mit uns zu reden. Hallo. In der heutigen Fahrstunde übst du das Abbiegen Schritt für Schritt. Stell bitte deinen Sitz richtig ein und schnall dich an. Sitz passt, festgurten, ne, auch wenn ihr hier keinen Unfall bauen könnt, aber das sind ja grundsätzliche Dinge, dass wir uns natürlich auch bremst, mit anschnallen. Drück die Kupplung, starte bitte den Motor und fahr los. Löse die Handbremse. Vom Schalten her weiß er schon, welchen Gang er braucht. Feststellbremse lösen. Spiegel dann gucken, Blinker links setzen und dann langsam Kupplung kommen lassen. Solange ich nichts anderes sage, fährst du immer geradeaus. Bleib dabei im rechten Fahrstreifen. Mach den Blinker aus. Jawohl. Vergiss das Hochschalten nicht. Mach ich. Na, er fängt auch mal schnell an, gerne ein bisschen zu meckern. Na, wenn man das nicht so macht, wie der Onkel das sagt, dann vergiss das Hochschalten nicht. Na, ist er am Meckern. Aber es ist sehr gut, dass er wirklich einen daran erinnert, ne, und nicht, dass der Fahrschüler dann halt die ganze Zeit, scheiße, was soll ich denn jetzt tun, und fährt die ganze Zeit im zweiten Gang. Ne, von daher ist das alles so in Ordnung. Vergiss das Hochschalten nicht. Mach mal. Gib nicht so viel Gas. Ne, auch da, ich gebe jetzt mal beispielsweise Vollgas. Vergiss das Hochschalten nicht. Ich habe gerade für dich runtergebremst, weil du viel zu schnell warst. Ja, ihr hört, also der Simulator bremst einen dann auch wieder aus, wenn man jetzt zu schnell fährt. Ja, wenn man falsch rum abbiegt, ne, der Fahrschüler denkt sich, wieso soll ich denn rechts abbiegen, ich biege mal links ab, dann bremst er einen sofort aus. Ja, also der macht wirklich alles genauso wie ein richtiger Fahrlehrer. Rechtzeitig, was du dafür tun musst. Ja, ihr seht, rechtzeitig 250 Meter haben wir noch bis zur Straße. Innenspiegel gucken. Dann in den rechten Außenspiegel. Rechten Außenspiegel gucken. Blinker rechts, bis auf ca. 20 km/h. Bremsen, 20 km/h. Schalte in den zweiten Gang. Habe ich. Und lass die Kupplung wieder kommen lassen. Also ohne Gas, ohne Kupplung, ohne Bremse. Schulterblick nach rechts. Und mit rechts rum. Der sagt einem wirklich alles, was man tun muss. Jetzt wieder beschleunigen und hochschalten. Vergiss das Hochschalten. Oft passen zum Abbiegen 20 km/h und der zweite Gang. Denk aber daran, dass es auch Stellen gibt, an denen du im ersten Gang und viel langsamer abbiegen musst. An anderen Stellen geht es dafür auch mal etwas schneller und im dritten Gang.
Als Richtwert kannst du dir für jetzt aber erstmal 20 km/h und den zweiten Gang merken. Vergiss das Hochschalten nicht. Also der Fahrschüler kriegt sehr viel Hintergrundwissen, weil mit welchem Gang er grundsätzlich abbiegen soll. Na, also im zweiten vielleicht, wenn es eng wird, dann aber auch mal im ersten. Ja, und so geht das hier fröhlich weiter, Schritt für Schritt. Na, die nächste rechts abbiegen. Was du dafür tun musst. Na, und dann erzählt er das halt immer wieder. Wichtig ist, dass der Fahrschüler diese Punkte mitmacht direkt. Rechter Außenspiegel, bremsen. Bis auf ca. 20 km/h. Gleichzeitig die Kupplung, den zweiten Gang rein, Kupplung kommen lassen, Blinker und dann mit Rupp. Jetzt wieder beschleunigen und hochschalten. Vergiss das Hochschalten nicht. Jo, und wenn man hier mal auf den Bordstein kommt, dann rumpelt das ein bisschen. Du fährst zu weit rechts. Und er sagt, du fährst zu weit rechts. Aber mehr passiert halt auch nicht. Im wahren Leben draußen, ne, ist das schon ein bisschen blöder. Da machen wir das Auto kaputt oder irgendwelche anderen Sachen. Ne, deswegen, der Simulator ist wirklich eine gute Sache, ne, um den Fahrschüler da wirklich erstmal reinzukriegen in diese ganze Materie Autofahren. So, und so geht das jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit erstmal mit Rechtsabbiegen weiter, weil Rechtsabbiegen einfacher ist als Linksabbiegen. Der nächste Schritt wäre dann irgendwann das Linksabbiegen, weil man da auf Gegenverkehr wieder aufpassen muss. Ich gehe mal in die nächste Sequenz. So, wir sind bei den Spezialfällen. Die Straße ist das eng. Bremst deshalb bis auf 10 km/h an. Und nimm den nächsten Gang. Die Schritte kennt er schon mit Spiegel, Blinker, Schulterblick und so weiter. Jetzt kommen halt Fälle, wo wir wirklich langsam werden müssen. Wir haben eine Straße mit LKWs, wo der Fahrschüler lernen muss, dass er wirklich langsam da reinzufahren hat, ohne dass wir da was kaputt machen. Und wieder beschleunigen. Du hast nicht in den Spiegel geschaut. Vergiss das Hochschalten. Also er meckert auch wieder rum, wenn man nicht in die Spiegel schaut, wenn man den Schulterblick vergisst. Da bin ich ja genügsamer. Nein, man muss es dem Fahrschüler schon sagen, wenn er was vergisst, damit man ihm natürlich auch das Richtige zeigt. Vergiss das Hochschalten nicht. Gib nicht so viel Gas. Vergiss das Hochschalten nicht. So, ihr seht, wir müssen links abbiegen. Nächste bitte links abbiegen. Man muss selber erkennen, wo sie ist, dann rechtzeitig Spiegel gucken, den Blinker setzen. Der Fahrschüler muss rechtzeitig erkennen, oh, na, da kommen Fahrzeuge von vorne. Hinter dem roten Auto kommt niemand mehr. Bereite dich schon mal aufs Weiterfahren vor. Toten Winkel kommt. Ja, Spiegel gucken, Schulterblick und dann langsam die Kupplung schon mal schleifen lassen und dann geht das mit rum. Ja, und so geht das halt bei dem Thema Spezialfälle fröhlich weiter. Und wieder beschleunigen. Dass der Fahrschüler halt selber da dran denken muss, oh Gott, ne, es gibt halt auch noch mehr, als dass ich einfach nur fahren kann, sondern ich muss mich auch auf andere Leute konzentrieren. Ne, immer vom Leichten zum Schweren. Erstmal alles ohne Verkehr, erstmal nur rechts abbiegen, dann links abbiegen, dann kommt plötzlich jede Menge Verkehr. Ne, und dann kommt halt noch der Block mit den Vorfahrtsregeln. Den möchte ich euch auch nochmal zeigen, also springen wir wieder in die nächste Sequenz. So, da wären wir bei dem nächsten Thema Vorfahrtsregeln. Auch da gibt es einmal die normalen Vorfahrtsregeln und dann nachher nochmal die Spezialfälle bei den Vorfahrtsregeln. Es geht los, wir drücken wieder Start. Hallo. Heute geht's um Vorfahrt. Genau genommen um die Grundregel rechts vor links, vorfahrtregelnde Verkehrszeichen und den Kreisverkehr. Schau dich erstmal um. Beachte das Verkehrszeichen neben dir. Du bist in einem Wohngebiet. Dort gilt fast immer rechts vor links. Bei rechts vor links gehst du immer in Bremsbereitschaft. Das bedeutet, dein rechter Fuß steht über der Bremse, dein Linker über der Kupplung. So kannst du schnell anhalten, wenn nötig. Und jetzt geht's los. Brems, drück die Kupplung, starte bitte den Motor
und fahr los. Das Bremspedal ist das mittlere. Vor dem Starten des Motors drückst du bitte mit dem rechten Fuß auf das Bremspedal und dann drückst du mit dem linken die Kupplung ganz durch. Schau vor dem Losfahren, ob von hinten Verkehr kommt und blinke nach links, damit alle wissen, was du vorhast. Ja, auch hier bei den Vorfahrtsregeln, wir haben überhaupt keinen Verkehr. Na, wir fahren hier auch vom Leichten zum Schweren. Der Fahrschüler braucht sich jetzt nicht wie im normalen Straßenverkehr, dass er sich auf Verkehr konzentrieren muss, sondern er kann sich stumpf wirklich auf die Rechts-vor-Links-Situation konzentrieren. Ja, wir fahren langsam an. Solange ich nichts anderes sage, fährst du immer geradeaus. Schulterblick heißt über die Schulter schauen. Also den Kopf entsprechend drehen. Vergiss das, da vorne kommt schon die erste Straße mit rechts vor links. Und auch hier wird das so sein, dass jetzt keiner rechts aus der Straße kommt, dass man die Leute wirklich erstmal heranführt, na, dass man eben stressfrei lernt, na, und nicht sofort jetzt auf tausend Dinge achten muss, sondern wirklich sich darauf einstellen kann, was muss ich tun, wenn ich rechts vor links Situation habe. Na, rechtzeitig die Straße erkennen, man sieht sie. Geh vom Gas. Stelle deinen rechten Fuß über die Bremse und den linken über die Kupplung. Schau, ob... So, dann guckt man rechts in die Straße rein, zwischendurch mal wieder vorne, wieder rechts in die Straße rein, es kommt keiner, weiter geht's. Die nächste rechts abbiegen. Dann wird das Abbiegen wieder mit integriert, logischerweise, weil der kann ja nicht die ganze Zeit geradeaus fahren. Also wieder Spiegel, Spiegel, Blinker. Runter in den zweiten, Kupplung langsam kommen lassen. Schulterblick nach rechts und dann rechts mit rum. Bleib am besten im zweiten Gang. Hin und wieder weiß er auch nicht, was er möchte. Mal möchte er, dass man hochschaltet, dann möchte er aber, dass man im zweiten Gang bleibt. Und dort kommt schon das nächste rechts vor links. Aber wie gesagt, die Motorik, der Fahrschüler muss praktisch diese Sachen reinkriegen, wie er mit einem Fahrzeug umzugehen hat, weil das ist ja 1:1 genau das Gleiche, wie später im richtigen Fahrzeug. Schau, ob einer von rechts kommt. Es ist alles frei. Weiter geht's. Im zweiten Gang und gib leicht Gas. Wenn man nach einer Zeit öfters alles richtig gemacht hat, ist es aber auch so, dass er auch einen lobt. Ja, da kommt auch mal prima gemacht. Ja. Wir nehmen noch ein, zwei Situationen hier mal mit. Bremsbereitschaft und schauen, ob einer kommt. Der hat Vorfahrt. Da kommt einer. Lass bremsen. Wichtig ist, dass der Fahrschüler hier auch weiß, die rechte Seite ist wichtig, nicht die linke. Links vor rechts gibt es ja nicht, es gibt nur rechts vor links. Also auch auf die rechte Seite bitte konzentrieren und nicht auf die linke Seite. Na klar, wird links immer mal hingeguckt, einmal flüchtig, ne, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwer einfach so dran vorbeischießt. Aber grundsätzlich muss der Fahrschüler natürlich wissen, rechts vor links heißt, dass wir, wenn von links jemand kommt, wir natürlich Vorfahrt haben. Guck. Hier ist es unübersichtlich. Bremst deshalb deutlich ab und nimmt den ersten Gang. Also es gibt auch Situationen, wo man dann praktisch hier fährt und eben die Sicht nicht hat und dass man dann halt dem Fahrschüler zeigt, Junge, du brauchst jetzt mal den ersten Gang oder Mädel. Dann guckt man hier rein, frei, langsam Kupplung wieder zum Schleifpunkt, bisschen Gas. Und schalten. Gut, das soll es erstmal zu diesem Thema gewesen sein. Ich gehe in die nächste Sequenz und wir gucken uns nochmal die erweiterten Vorfahrtsregeln an. Am Ende. So, wir sind bei den Spezialfällen, beziehungsweise bei den erweiterten Vorfahrtsregeln. Ihr seht, wir müssen die Vorfahrtsstraße verlassen. Wir folgen dieser nicht. Falls rechts einer kommt, musst du ihn durchlassen. Aber der Gegenverkehr muss warten. Also rechts, die Leute sind wichtig, die müssen wir durchlassen. Wir dürfen aber fahren vor dem grauen Pkw. Na, solche Situationen hat man ja auch gar nicht überall in der Städte. Na, dass man das dem Fahrschüler natürlich hier am Simulator super zeigen kann. Und wo war der Schulterblick? Ja, den habe ich doch gemacht. So, ich soll wieder links abbiegen.
diesen Dings, da ich den Simulator so ein bisschen weiter hier im Fahrschulraum drin habe, hier oben ist eine Kamera, das kann der Simulator nicht immer hundertprozentig erkennen, ob ihr den Schulterblick macht, ne? Da der Raum hier hinten in der Ecke ein bisschen dunkler ist. Deswegen ist das für den Simulator ein bisschen schwierig zu erkennen. Also diese Kamera ist dafür da, um eben den Schulterblick zu überprüfen und die Spiegelbeobachtung. Ja, also wenn ich einen Schulterblick jetzt gemacht habe, ja, mal gucken, ob er jetzt gleich sagt, du hast den Schulterblick nicht gemacht, dann kann es daran liegen. Vergiss das Hochschalten. Ja, jetzt sagt er nichts. Ne? Wenn man es deutlich gemacht hat, dann erkennt er das schon. Ne? So, Vorfahrtsstraßen haben wir hier. Wir haben auch hier dann Stoppschildregelung. Wir haben Einbahnstraßen. In Einbahnstraßen links abbiegen. Probier's mal alleine. Ja, er hilft einen erst, dann setzt er sich aber auch wirklich zurück mit den Äußerungen und dass der Fahrschüler alleine agieren muss. Ja, wichtig hier nicht nur die Fahrzeuge von rechts, sondern dass man an der weißen Linie auch einmal anhält. Ja, 21, 22 kennt ihr alle. Der links ist uninteressant. Hier gilt für uns beide nämlich jetzt rechts vor links. Rechts ist wichtig, da kommt keiner, vorne auch nicht, also geht's weiter. An der Ampel links abbiegen. Jetzt zeige ich euch nochmal, wenn ich keinen Bock habe, links abzubiegen. Ich fahre einfach mal geradeaus weiter. Mal gucken, was er macht. Ampel ist grün, ich gebe Gas. Ich wollte eigentlich in eine andere Richtung fahren. Konzentrier dich beim nächsten Mal bitte etwas. So sieht's nämlich aus. Einfach mal ein bisschen mehr konzentrieren. Motor an, ersten Gang rein und weiter geht's. Mit Konzentration geht es besser. Langsam Kupplung. Also wie gesagt, ne, auch an die Eltern da draußen. An der Ampel links abbiegen. Euer Kind lernt hier schon das richtige Fahren am Simulator. Und die Fahrstundenpreise am Simulator selbst sind auch längst nicht so hoch wie im Realen. Ja, und um dem Fahrschüler dann wirklich da die richtigen Sachen erstmal zu zeigen, ist der Simulator wirklich eine super Sache. Wenn man hier vernünftig mitarbeitet, kann man sich schon durchaus die ein oder andere Fahrstunde nachher sparen. Am Stoppschild links abbiegen. Die Situation nehmen wir nochmal mit. Wenn man das so ein bisschen drauf hat, macht das durchaus auch Spaß am Simulator. Stehen bleiben heißt, dass sich die Räder keinen Zentimeter mehr bewegen dürfen. So, bewusst dran denken. Als Linksabbieger bin ich immer der im Arsch gekniffene. Das heißt, ich muss den Gegenverkehr durchlassen, aber zusätzlich natürlich auch noch rechts und links gucken. Also der Fahrschüler lernt ja auch schon direkt die richtige intensive Verkehrsbeobachtung mit, auf wen er zu achten hat. Und wenn er mal einen Fehler macht, dann ist das hier nicht schlimm, weil es kracht ja nicht. Na, ansonsten bin ich eventuell als Fahrschüler hoffnungslos überfordert. Die nächste wieder links abbiegen. So, das sollte mal einfach ein kleiner Einblick sein. Ich breche das jetzt hier mal einmal ab. So, ihr Lieben. Ja, ihr wisst jetzt, wofür ich diesen Simulator eigentlich habe. Ne? Und was der Simulator, das war ein kleiner Einblick. Ne? Es gibt da wirklich noch viele, viele, viele Sequenzen, die der Simulator mit dem Fahrschüler da durchgeht. Wie gesagt, es sind 3x90 Minuten. Setzt man oder hat man Probleme irgendwo mit, bricht er auch nach 45 Minuten ab, wie es in einer normalen Fahrstunde ist. Und anschließend setzt er das hinten dran. Also man fängt praktisch immer wieder da an, wo man zum Schluss auch aufgehört hat. Und meiner Erfahrung nach, wenn die Fahrschüler wirklich 3x90 Minuten sehr gut mit diesem Gerät umgehen konnten, merkt man das sofort im realen Fahrzeug. Also das Feingefühl für die Kupplung hat jeder sofort nachher raus in der ersten realen Fahrstunde schon, sodass man das Fahrzeug kaum noch abwürgt. Klar muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, ne, weil Simulator ist nun mal Simulator und das reale Fahren ist das reale Fahren. Aber die Grobmotorik, wie gesagt, das Schalten, Bremsen, Lenken, wie habe ich überhaupt zu verfahren mit dem Ganzen und wo muss ich eventuell schon hingucken, die Verkehrsbeobachtung, das sitzt schon einigermaßen drin. Klar ist das alles ausbaufähig, aber nach den Simulator-Fahrstunden kann man super mit dem Fahrschüler weiterarbeiten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst den Daumen oben. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich habe noch einiges vor hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, es macht euch Spaß.
Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was ihr gerne mal sehen wollt zum Thema Fahrschule, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich da irgendwas tun. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder. Euer Markus. Macht's gut.